Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit Partners Inter. Wir sind im Magen dieser Kreatur immer noch. Und jetzt werden wir hier langsam mal aufräumen. Das heißt, hier die ganzen Schwums, Knochen trocknen und hier alle vernichten, weil es mir langsam hier auf die Nüsse geht mit denen hier. Die werden hier langsam zu fresh und wer fresh wird, hat Probleme mit den beiden Klempnern. Ah, der Knochen trocken natürlich. Nein, der Knochen trocken wird mich nicht erledigen. So, den machen wir jetzt als erstes fertig. Oder so. Nein! Oh, das war nur 8. Oh, Luigi ist tot. Ah, heute muss ich mehr One-Ups austeilen. Luigi. Papa. Dankeschön. So, Mario, dein Job. Bam. Oh, ich hasse dieses Ding. Es nervt mich. Oh, versprungen. Da hast du nochmal Glück. Lass aber trotzdem jetzt sterben. Wenn ich jetzt angreife. Bam, bam. Mein Gott. Du bist jetzt tot. So, wo müssen wir jetzt lang? Sieht nach da aus. Okay. Ich habe jetzt keinen Bock mehr richtig zu springen, bin ich ganz ehrlich. Einfach so. Hier, kriegst du zurück. Bitte den ins Absender zurückschicken. Mann. Bam, bitte. Please. Oh Mann, der hält aber auch noch viel aus. Die halten wirklich viel aus. Der ist jetzt tot? Nein. Hier, kriegst du zurück. Per Absender, please. Nein. Dachte, er wäre tot. Machen wir nur so. Okay, der kriegt den einen Schlag, hält er nicht mehr aus. Oh, doch, hält er aus. Aber den nicht. So, ich meine, die unteren Räume sind da noch dafür da, um einzusacken. Halt, ein paar Items. Das machen wir jetzt auch, aber wir gehen erstmal hier rein. Die Tanky-Babys brauchen noch ein bisschen Power. Oh, zwei Super-Tau. Sehr gut, kann man gebrauchen. Zwei Super-Tau sind sehr gut. Sehr gut, kann man gebrauchen. Das ist gut. Nein, falsche Sprung. Na gut, müssen jetzt ihn halt besiegen. Oh. Ja, komm, müssen wir halt Feuerblumen benutzen. Oh. Oh, der wird Hyper. Oh, 17, Junge, 17. Aua, das war's. Oh, der ist weg. Endlich bist du tot. Ach Gott, ey. Jetzt sind sie tot. Endlich ist er tot, ey. Der Bulle nervt. Irgendwelche versteckte Blöcke? Nein. Ah, Mann, das Kapitel ist lang. Aber es ist immer noch einer der besten Kapitels. Weil es so eine komische Geschichte ist. Oh. Oh, wir können Münzen farmen. Juhu. Thank you.
Oh, reicht. 21, reicht. Was sagt denn der Yoshi hier? Wo ist der Ausgang hier? Ja, keine Ahnung. Wo? Herzblock? Toll. Alle Yoshis hier versammelt, aber kein Herzblock in der Nähe. Okay, Leute, ihr wollt mich verarschen. So, bitte rein mit uns. Dankeschön. Ach, guck mal, wer da ist. Schon langsam, meine Lieben. Ich bring euch hier raus. Was ist das? Ah. Hey, Moment! Mal, wer seid ihr, Leute? Was? Todbred? Sagt ihr eben meinen Namen seid Todbred? Ein Tod aus dem Pilzkönigreich? Prinzessin Peach, Zeitmaschine? Oh, aua! Ich, die Vergangenheit ist weg, mir tut schon der Kopf weh. Wie sehr ich mich auf anstrenge, ich kann mich nicht erinnern. Warte, das stimmt nicht gar nicht. Eine Erinnerung ist doch da. Von Zeit zu Zeit kommt eine blasse Erinnerung zum Vorschein. Sie hat mich dazu, zu dieser Zeichnung inspiriert. Mein Gedankenkunst. Oh. Allerdings habe ich keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich weiß nur, dass mir der Anblick vor uns die Mütze vom Kopf haut. Ich glaube, dies ist der Grund für meinen Gedächtnisverlust. Ich ertrage die Erinnerung nicht. Du hältst Todbreds Zeichnung. Oh, und an der Zeichnung ist etwas ganz Gewöhnliches nachher. Eines Tages bin ich im Dorf des Yoshis aufgewacht und dann haut's und die riesige Echse alle verschlungen. Hm. Wie? Diese Eier? Meine Freunde, die Yoshis sind da drin gefangen. Und alle Yoshi in den Eier werden vermutlich als Monster wiedergeboren. Ich muss mich beeilen und sie befreien, aber... Das ist ein großes, böses Ding dahinter und bewacht den Ausgang. Das machen wir jetzt. Wir machen das. Was? Ihr wollt euch um dieses Ding kümmern? Ihr habt noch alle Steine in den Mauern. Es ist groß und böse und es riecht sehr seltsam. Ist doch egal. Wir machen das. Oh yeah. Mann, wer seid ihr Kerle nur? Wir sind Freaks. Ab einfach. Nein, kein Herzblock. War doch klar. Ja, dann nehmen wir nochmal kurz, zack. Pilze. So, jetzt haben wir alle Pilze. Und jetzt geht's ab. Schätzelein. Oh ja, das ist das Monster. Bist hässlich. Eierschlingendes Monster. Luigi. Luigi. Finger weg von diesen Eiern. Lass sie einfach in Frieden. Verzeiht die Störung, ich wollte nur sehen, ob ich helfen kann. Bye bye, Luigi. Au. Hey, Bartschnauze, ja du. Leg hier nicht rum, hol mich hier raus. Okay, das ist das Monster. Und dieses Monster ist sehr seltsam. Wir müssen die Eier zerstören. Da kann nämlich ein Yoshi-Ei drin sein. Und. Es ist, ups, ich habe einen Fehler gemacht eigentlich. Gut, man sieht, man kann das Monster wirklich nicht so richtig groß angreifen. Nämlich, oh, es hat mich verschlungen. Aua. Scheiße. Yoshi-Ei. So, das Ei ist offen. Jetzt macht sich Yoshi auf den Weg. Und ihr seht jetzt oben, was passiert. Dadurch kriegen wir das Monster wenigstens tot. Ach, falsches Ding. Da hat Luigi verschlungen. Ah.
Drei schon? Zweites Yoshi. Hoch mit dir. Wir müssen 5 Yoshis befreien, dann können wir angreifen. Wir müssen aber auch vorsichtig sein. Alter! Schreib doch an! So müsste es reichen. So. Drittes Yoshi. So. Das müsste es jetzt fast reichen. Ja, du kriegst mich nicht. So. Müsste es reichen jetzt. Hoch mit dir rauf. Noch ein Yoshi und dann können wir Party machen. Da gibt's eine fette Party. Okay. Mann! Zu spät. Ich glaube, ich muss gleich Mario ein Hilfs-Item geben. Können wir ja machen. Komm, schnell ein Hilfs-Item. Hier. Friss, Bro! Guck, zack, Yoshi. Und jetzt haben wir ihn gerettet. So, jetzt haben wir eine wunde Stelle getroffen. Jetzt können wir... Aua. Ja, toll. Wow. Jetzt sehen wir nämlich die wunde Stelle. Treffen wir jetzt damit. Mit dem Kanonengeschoss, mein Bros. Okay. Oh, das ist eine einfache. Bam. 105. Und nochmal. Kanonengeschoss, Junge. So, dann gibt's Party mit Mario Luigi. 141. Ja, ich hab dich gesehen, Guys. Ich glaube, in 4 Schlägen kriegen wir ihn fertig. Wer glaubt nicht daran? Ich sag, wir haben ihn in 4 Schlägen kaputt. Ui, das ist eine komische Stelle, aber das kriegen wir hin. Tschüss. Und nochmal ein Kanonen. Ja. Okay, das ist einfach. 148. Damit bist du besiegt. Ich hab gesagt, 4 Schläge. Wir brauchen nur 4 Schläge. Ja. Bam, Junge. Level up 14. Und was machen wir jetzt eigentlich? Wir geben den Power auf KP. Level up. Eieiei. 40 auf Verteidigung. Reicht. Ich hab gesagt, das geht ganz schnell. Ich hab den Part jetzt schon angesetzt. Hätte dann den Körper viel später an. Bam. Damit bist du tot. Auf geht's nach Hause. Hinterher. Oh ja! Wenn wir diesen Loch springen, sind wir sicher wieder in der Freiheit. Oh. Der Ausgang! Bam, 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 bam. Yoshi! Ja, okay. Wir springen! 4 Schläge! Ja, weil ich 2-mal toll geschafft habe, deswegen. Nur deswegen. Was passiert mit den großen Dicken? Der versteinert, glaube ich, ja. Hallo auf Luigi. Aua! Das ist uns ja eine spektakuläre Flucht gelungen, nicht wahr? Ein abenteuerliches Kommen aus massiv pinken Horror. Dieses gigantische Monstrum bewegt sich gar nicht mehr. Ich nehme an, dass sie die Eier dieses großen Vielfraß mit Energie versorgt haben. So muss es wohl sein. Wir sollten die Eier schnell ins Dorf bringen, wo auch sie hingehören. Wow, fast scheint es, als wüssten sie, dass sie nun wieder zu Hause angelangt sind. Komm schon, alle zusammen. Ich schlage vor, wir kehren ins Dorf zurück und sehen dort nach dem Rechten. Okay.
Oh, speichern. Geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind bekloppt, oder? 4 Schläge nur für dieses Vieh gebraucht. Passt auf, ihr Eidechsen. Ich war es, der euch gerettet hat. Ich, als Herr mit der Dankbarkeit und mit den Geschenken. Vielen Dank, Kumpel. Danke sehr. Danke sehr. Ja, ja. Der erzählt euch eine Lüge. Nicht schon wieder. Lass mich raten. Ihr seid wegen den Keksen hier. Eher stopfe ich mir damit voll, bevor ich auch nur einen Krügel krieg. Okay. Du Vielfraß. Hm? Seht nur Magie, er ist erstaunlich. Ups, wow, kein Wunder, da habe ich ja schon auch schon gefressen. Wartet, was geht hier vor? Bäm. Wow, erstaunlich, unser Held kann fliegen. Du bist der Beste. So, gib mir die 2 Sternsplitter. Du hast 2 Kobalt-Sternsplitter erhalten. Yay. Bei allem Gepäck, diese Kobalt-Sternsplitter beinhalten eine immense Macht. In meiner Datenbank ist darüber nichts aufgezeichnet. Ich glaube, wir haben eine wichtige Entdeckung gemacht. Ich nehme an, aus Thorbets Zeichen erhält eine ganz besondere Geheimnis. Ich kehre in unserer Zeit zurück und beraten uns mit dem Professor zurück zum Abenteuer. Hört mich an, Yoshis. Diese Leute waren es, die euch gerettet haben. Nicht diese kleine Kröte. Es war die ganze Zeit über in einem Ei eingesperrt. Ernsthaft? Jochen! Yep, ich hab's gesehen. Und zwar ganz genau. Dieser Kerl sind der Bringer. Oh, wow! Vielen Dank, Leute. Ganz ehrlich. Yoshi! Yoshi! Yoshi. So. Wow. Jetzt haben wir auch dieses Kapitel endlich zu 100% abgeschlossen. Boah, ein schweres Kapitel. Jetzt kommen aber noch 2 grandiose Kapitel. Und dann das Horror-Kapitel kommt danach. So. Babys, kommt mal her. So, dann gehen wir mal natürlich jetzt saven. Und ich würde mal sagen, dann beenden wir den Part und sehen uns in der nächsten Aufnahmesession oder Part bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Bis dann, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten, wenn er euch gefallen hat. Natürlich mit einem Daumen hoch und wenn er euch nicht gefallen hat, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und wenn ihr mal zur einfachen Verlinkung kommen wollt, zu den nächsten Parts oder den letzten Folgen oder zur Playlist, habt ihr sowohl in der Videobeschreibung 3 Links als auch oben im Video selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Parts und der nächsten Parts. Bis dann und ciao, Leute.